Nehme ich das jetzt noch mit? Die ganzen Winden wieder? Weiß nicht, was hat denn dir das jetzt gebracht, das zu drehen? Ich kann hier lang, ne? Das ging vorher nicht, weil? Guck mal nach oben. Ich habe es ja 180 Grad gedreht. Oben zur Schlucht. Ach so. Ah, okay. Alles klar, ja. Ja, wahrscheinlich brauchst du es noch, aber du kannst jetzt mal reinschmeißen, falls du was aufnimmst. Es ist eh egal, wie wir es machen, ist es falsch. Ja, wenn wir noch was finden, müssen wir nochmal laufen, oder? Ja, eben. Ich frage mich, wie siehst du, da geht's schon los. Ihr könnt mich mal, ohne Witz, ihr könnt mich mal. Was essen wir heute eigentlich? Döner? Oder Döner? Ich habe übrigens versprochen, unsere Abonnenten an unserem Döner teilhaben zu lassen. What the fuck? Flammenwerfer? Yippie-yay, motherfucker! Ich wusste nicht, dass es hier einen Flammenwerfer gibt, ehrlich gesagt. Oh oh. Da ist schon wieder so ein Kackding da hochgegangen. Ich sag dir, du kannst jetzt nicht mit der Tür zurück, die ist jetzt abgeschlossen. Versuch mal. Das Spielchen kennen wir schon. Hauptsache, wenn wir alles voller Warten, weil endlich geht das Spiel richtig los. Ach, wer hätte das gedacht? Soll ich den Flammenwerfer wieder drauflegen und abhauen? Nee, du musst einfach einen kaputten Flammenwerfer suchen. Na, Flammenwerfer. Sind wir Indiana Jones? Greif deinen Hut, Chris. Ich... Ernsthaft? Guck erstmal in die andere Seite, wo der Klotz herkommt. Genau. Alter, wir bekommen ein bisschen zu viel Munition. Ja. Also, und zu viel Kraut. Das kann nicht mehr lange ruhig bleiben. Obwohl, da oben lag noch eine. Wir können nochmal zurückgehen, alles einsammeln, dann haben wir die alle Räume grün. Da auch nochmal das grüne Kraut, das können wir dann auch noch mitnehmen. Und eine Knarre und Pistole wegnehmen oder so. Gibt es eigentlich eine Alternative zu Döner? Ich mach die ganze Atmosphäre kaputt, ne? Ich weiß nicht. Nee, du sollst hier doch wieder hinhängen, du. Kann er nicht. Achso, so muss man es machen. Flammenwerfer ablegen. Jo. Grüne Kraut einsammeln, den ganzen Mist da reinschmeißen. Ja, mein Hauptanliegen ist halt wirklich, dass die Räume halt gekennzeichnet werden, ne? Ob die jetzt leer sind oder ob die... Aber vielleicht denken wir, dass das der letzte Gegenstand da ist und wir kriegen dann auch irgendwie was anderes. Ist ja fast nicht voll, ne? Alle Gütekraft. Nimm noch nur die dicke Wumme mit, damit kannst du 5 dicke Gegner hinrichten. Oder ja, behalten wir ganz dick die weg. Boss im ersten Teil? Ich hab keine Ahnung. Naja, wir hatten schon die Schlange. Und dieses Tentakelmonster, dieses Hentai-Tentakelmonster. Ne, ich glaube, es wird aber noch irgendein Endboss geben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall kannst du das Gegengift wegschmeißen. Damit haben wir nie gebraucht. Ja, aber es ist trotzdem Gesundheitsgedöns. Wenn doch richtiges Gesundheitsgedöns wird. Das ist gutes Zeug. Haben wir nicht mehr so viel von. Nee, einmal, zweimal, dreimal, viermal voll heilen. Oh, scheiße. Hast du jetzt gutes Zeug mitgenommen? Ja, habe ich. Wir können auch schöne Hintergrundmusik hier reinmachen ins Spiel. Ich kann noch eine Nadel in den Augapfel stechen. Oh, fuck you, fuck you. Das ist kein Endgegner. Was denn? Ich wusste es, dass er jetzt nicht mehr gebacken bekommt. Jetzt kann er jetzt wieder schießen. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Der Raum war doch... Ja, pf, keine Ahnung. Herrlich. Zack, wieder Schaden bekommen. Ja, okay, das ist jetzt halt... Ist so. Ist so, ne? Ist einfach so. Das riecht uns überhaupt nicht auf, Junge! Das riecht uns überhaupt nicht auf! Kann das sein, dass er sonst vorher in dem anderen Raum nebenan gewesen wäre?
dass er praktisch aus dem Raum da hinten durchgekommen ist? Das kann sein. Wenn da jetzt gleich noch 5 weitere sind, dann würde ich sagen, nein. Ja, sonst macht es ja wirklich gar keinen Sinn. Kein Bock mehr. Nimm mal ruhig die Pistole. Geh mit dem Flammenwerfer gleich, weil, ganz ehrlich, wenn hier jetzt Viecher sind, können wir die ruhig mit dem Flammenwerfer umnieten. Ich weiß, wofür der Flammenwerfer ist. Ich habe ganz viele kleine, dreckige, klein. Ich glaube nicht, dass es klein ist. Inventarius Maximus! Volle Pulle! Also, das geht ja weit. Es brennt. Es brennt, es brennt. Steh auf dem Penisbär. Er ist so behäbig. Nimm das Gegengift und die dicke Waffe. Das ist ja. Da können wir lieber Zombies mitgrillen. Die ist schon halb leer. Gegengift. Du brauchst das Gegengift nicht. Haben wir noch nie gebraucht. Vergiftet. Kein Gegengift. Nimm das, das heil dich auch. So, siehst du, alles gut. Nimmst du die dicke Wumme, tötest alles und gut. Aha, anstürmen, ist ein Krieger. Feuer. Arachnophobie. Haben wir freigeschaltet, ne? Ja, weil wir den Popo weggeschossen haben. Sind wir noch vergiftet? Ein bisschen. Ob wir uns zurückbegeben sollten, zwecks Heilung. Da kommen so kleine raus. Ja, so wollte ich eigentlich gerade wegbrennen. Kannst vergessen, das funktioniert nicht. Okay, alles klar. Da liegt irgendwas auf jeden Fall. Vielleicht zur Heilung oder so. Feuer, Feuer. Liegt da? Vielleicht liegt da so heilungsmäßig was oder was? Kampfmesser. Geil. Das sieht ein bisschen geil aus, als was wir vorher hatten. Aber ist bestimmt hier, falls du keine Munition mehr hast. Geil. Das können wir auch zu unserer Truhe, zu den nutzlosen anderen Gegenständen legen. Ja, mitnehmen. Ehrlich. Gibt's hier sonst irgendwas? Das habe ich mir schon in Diablo 2 gemacht, ne? Nachdem man ja. Du hier platt gehauen hat. Entschuldigung, jetzt bin ich wirklich durch. Guck mal, ob es in dem Raum noch was gibt, auf der Mappe. Mal kurz. Ah. Nein, das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, der lädt auf. Du darauf schießen hast. Ha? Nee, der lädt auf, wenn du den da wieder hinpackst. Muss ich jetzt eh. Wie, der lädt auf? Will ich den auf die Station schmeißen? Das ist er danach wieder auf 100%? Ich schätze. Ich muss hier eh ganz kurz lang, um hier. Nun, du würdest das Kräuterkraft nennen, zu holen. Die sind wie alles anders, als man denkt, ne? Ja. Manchmal. Manchmal, ja. Hast du dir eigentlich bei mir jetzt die erste Folge Jurassic Park angeguckt? Oder bist du ein schlechter Mensch? Doch, und? Willkommen auf Isla Nublar. Nublar, genau. Und? Habe ich nicht zu Ende geguckt, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Weil ich nicht sicher bin, ob ich das tatsächlich sogar selber spielen will. Mir gefiel das sehr, 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 sehr gut. Deswegen wollte ich dich fragen, ob wir das hier nach zusammen weiterspielen wollen. Es kann sein, dass wir gleich eine Aufnahmepause machen, weil ich mir eine Folge von... Das ist das gleiche Messer. Das sieht viel cooler aus als unseres. Nein, echt jetzt? Ja, das Kampfmesser, Kampfmesser. Ich leg's mal daneben, damit du siehst. Ah, vielleicht hättest du damit... ich glaube nicht. Vielleicht hättest du damit auch einfach diese Dinger da abschlagen können. Liegt dir viel nahe gerade, oder? Zwei Nichtschnaller sind immer noch Nichtschnaller. Das ist ein Wunder, dass wir das überhaupt schaffen, das Spiel. Sagt ja keiner. Sagt keiner, dass wir das schaffen. Willst du echt von der Munition noch so viel verballern, obwohl 12 Schuss? Ist mir egal. Jeder, der jetzt kommt, bei diesen ganzen Spiel, denn man spart sich immer die Munition zusammen, ja, und passt immer auf und am Ende ist man durch und hat die dicksten Waffen nie angerührt. Ganz ehrlich, ich hätte Fallout 3, Fallout New Vegas, hätte ich nie spielen dürfen. Ich habe also 2% in der Story habe ich gemacht und dann musste ich erstmal wieder zurück die ganzen neuen Waffen, die ich vorher noch nicht hatte, wieder in meinen Unterschlupf bringen. Ja. Damit jede Waffe einmal ungefähr... Bei Fallout 2 war das noch schlimmer, da bin ich in irgendeine Stadt gegangen, habe eine Bank ausgeräuchert und alles, was ich da an
Tresorraum räumen und sowas hatte, habe ich dann meine ganzen Waffen und Munitionssorten und sowas eingeräumt. Ich hatte so viel, ich hatte so viele Waffen, Fallout 2, ja. Ja, und da gab es keine Bank. Ja, wo gab es eine Bank? Da gab es, neben der Stadt gab es eine Bank, die mich ausgeräuchert und da habe ich immer meine ganze Munition und Waffen und alles mögliche hingekarrt. Ich bin mal gespannt, ob der wieder voll ist. 0%. Ich glaube, man kann auch das Messer nehmen und die letzten Fäden abschneiden. Boah, du bist ein Genie. Ja, aber sorry, ganz ehrlich. Es gibt ein anderes Spiel, ich möchte es nicht beim Namen nennen, Resident Evil 5. Da läuft es so mit dem Flammenwerfer. Den kannst du wieder in die Station packen und irgendwann lädt er sich wieder auf. Ja, das ist ja auch wohl realistisch, oder? Das Spiel ist ja, läuft ja, ist ja viel, viel früher, zeitgeschichtlich gesehen. Das heißt, die waren von der Technik noch nicht so weit. Kommen jetzt nicht so hier, ne? Eine realistische Entwicklung reingebracht. Hm. Deshalb auch die Zombies, weil das ist das Einzige, was so richtig realistisch ist. Genau. Oder dieses verkorkste Anwesen, bei dem die Fahrstühle praktisch mit, oder die Aufzüge halt mit Autobatterien laufen. Es ist alles purer Realismus. Das ist eine Simulation. Das ist eine Endzeit-Zombie-Simulation. Ach so, okay. Kam auch, glaube ich, zeitgleich raus wie der Euro-Truck-Simulator. Glaube nicht. Wollen wir den eigentlich auch nochmal zocken? Sicher nicht. Dann punktiere ich mir lieber doch das Auge. Guck mal, bin ich von allein drauf gekommen, ne? Glaube auch. Und du wieder so voll nutzlos am Rumsitzen. Gerade, ja. Echt gut gemacht. Alle Räume grün. Das ist auch mal. Na gut. Soll ich vielleicht aufhören, hier mit der Karte rumzuspielen? Weil ich weiß nicht, ob das im Mikrofon ankommt. Vielleicht könnte es nerven. Ist ja so gewohnt. Muss ich immer irgendwie eine Line ziehen oder so. Schlimm, diesen Junkies echt. Oh, hier ist jetzt das blaue Kreuz. Komm, aus Prinzip, nö. Da ist ein Zettel an der Wand. Nein. Eine Karte. Vom Innen, was ich. Vom ersten umgehe. Oh toll. Zwei Räume haben sich noch aufgedeckt. Das macht auch irgendwie nicht so richtig Sinn, oder? Ah, oh, die Spiele. Wie die Entwickler sich überlegt haben, wie schaffen wir es, dass die Spieler maximal weit laufen müssen. Der eine oder andere wird von euch wahrscheinlich Barlow kennen. Ich glaube, die Entwickler hießen alle Malte. Ja, unglaublich. Muss ich gleich mal zeigen. Oh. Es ist doch echt. Ich habe übrigens mit meiner werten Freundin mal Dings angespielt. Sag's mit Worten. Eigentlich müsste ich jetzt auch noch das Messer. Dieses Zombie-Spiel, was die. Ich vergessen, wie es heißt. Die beste Serie aller Zeiten. The Walking Dead. The Walking Dead, genau, dankeschön. Es wäre jetzt geil, wenn ich jetzt GZSZ gesagt hätte. Nun, erzähl weiter. Und sie fand es richtig cool. Was? Ich habe sie sogar die erste Viertelstunde schon mal anspielen lassen. Echt, ja? Ja. Ziemlich cool, oder? Ich finde ja sowieso diese Quicktime-Games mit Telltale sowieso super genial. Ja. Wo wir die auch alle zocken, so wie wir alle Resident Evil-Teile zocken wollen und alle Gothic-Teile und alle Fallout-Teile und alle Teile Top-Rider und alle Teile Dead Space. Aber das dauert mindestens noch 2 Wochen. Wenn wir eine Zeitmaschine bekommen. Ja. Aber stell dir mal vor, ja, wir wollen jetzt auch nicht wir wären früher Kriegen angefangen rechnen. Und ich hätte jetzt noch, sag ich mal, auf irgendeiner verrückten Basis sozusagen. Ja, du kannst zurücklaufen und was holen, glaube ich. Warum sollte ich das machen? Warum? Was geht in euren kranken Köpfen vor? Ein sechseckiges Was wollte ich sagen? Genau. Jetzt habe ich diese verkackten Winden nicht mehr. Ey, ohne Scheiß, ich kotze das Loch einfach voll. Und dann schwimme ich drüber. Spring da einfach drüber, das sind 2 Meter. Nee, ich muss ja hier praktisch zur Seite, ich muss ja hier praktisch nach links. Ach so. Da rein. Okay.
die man auf dieser wunderschönen Map. Oh, die Entwickler, ne? Das sind nette Menschen gewesen. Menschenfreunde. Was wollte ich sagen? Genau. Wenn ich sämtliche Gameplays von allen meinen Spielen noch gehabt hätte, die ich so gezockt habe, Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3, dann hätte ich deutlich mehr Videos online als zum Beispiel so unbekannte Let's Player wie Gronkh und Sarah. Ja, muss ich sehen, dass die auch alle offscreen was zocken, ne? Ja, ich sag ja nur, wenn ich das alles online hätte, ja, hättest du dein WoW, unser WoW-Let's Play in 20 Minuten Häppchen geteilt? Oh, dann glaube ich, hätte ich bis 2065 noch Folgen. Also nur mit dem Krieger jetzt. Ja. Und dann nochmal 30 Jahre mit dem Schamanen. Diablo 1, 2 und 3 bei mir. Was waren denn so deine coolsten Spiele, die du bis jetzt gezockt hast? So die aller coolsten. Ich finde, ich jetzt WoW sage, schlägst du mich. Eine Zeit lang halt doch tatsächlich WoW, aber das wurde dann auch irgendwie, ja, ne? Lau. Was waren coole Titel? Ich muss sagen. Was ich zu der Zeit wirklich extrem gefeiert hat, war Red Dead Redemption. Das habe ich leider noch nicht durch. Das könnte ich auch noch mal durchspielen. War sehr, sehr geil, fand ich. Lohnt sich vielleicht doch noch mal so eine Elgato zu kaufen. The Last of Us? Oh ja. Fallout finde ich immer noch ziemlich geil. Genau, Fallout 3, Fallout New Vegas, aber Fallout 2. Tomb Raider 1, 2 und das letzte. Ich habe nur... Welchen Teil habe ich eigentlich gespielt? Ich muss mal nebenbei hier weitermachen. Ja, wenn wir Frauen können wir zocken und quatschen gleichzeitig. Ja, Problem. Wenn wir also so Blabla zocken? Also Blabla labern und zocken kann ich wohl. Aber wenn ich so Sachen habe, über die ich wirklich nachgrübeln muss, da fällt mir das schwer, nebenbei noch flüssig zu zocken. Ja, echt der Hut ab vor das Leuten, die das können. Ja. Das merke ich, ich spiele gerade so ein Nischenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. So ein Rollenspiel, das heißt The Witcher. The Witcher. The Witcher. Naja, wenn du den... Na egal. Ich soll jetzt ran. Ja. Ja. Halt Rollenspiel, ne? Je nachdem, wie du deinen Charakter ausspielst, trifft das dann halt zu. Ja. Und ich muss sagen, macht richtig, richtig viel Spaß. Also, ich habe ja den ersten und zweiten Teil auch auf der Platte, zwar nicht selber gespielt, aber auf der Platte. Und ich Hauptsache muss sagen... Haben, ne? Hauptsache haben. Genau. Hätte ich die Zeit gehabt, hätte ich die gerne in chronologischer Reihenfolge gespielt. Aber ich werde wahrscheinlich den dritten jetzt erstmal durchziehen. Und dann den ersten und zweiten irgendwann mal nachliefern oder sowas. Also was wir definitiv und auf jeden Fall machen werden, sobald irgendwie Resident Evil 2 HD rauskommen wird, werden wir das auch 100% zocken. Bitte? Ach, das bestimmst du jetzt so einfach über meinen Kopf, ja? Ja, ich bin auch 10 cm größer. Ja, okay, machen wir so. Was tut der da? Ich hab vorhin schon auf der Map geguckt, wo ich lang muss. Lauf, Chris, lauf, denk doch einfach vorne mal nach. Sofort links. Ist der gerade verschwunden? Am Ende? Ist er in die Wand rein. Komm, Viecher. Viecher. Das Spiel wurde von Pazifisten entwickelt. Kann nichts passieren. Guck erstmal da hinten bitte, ob da noch irgendwie Gegenstände sind, da wo der Klotz war. Aber geht's nicht da weiter? Das ist so ein optionaler Astris. Eigentlich endet es hier überall. Sorry, ne, aber gegen diese blöd verkackten Jäger. Na klar. Ist da wo drin ist? So ein großes Spray? Warte, ich glaube ja. Ein Asthma-Spray. Zur vollständigen Wundheilung. Aha. Auch nur noch eine Frage der Zeit, bisschen wie. Wo künstliche Haut wird ja schon gezüchtet, glaube ich. Aber bis jetzt ist es, glaube ich, noch so gemacht, dass es. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Haut wird mit so Polstern aufgeblasen und dann. Geil! Sowas will ich zu Hause. Stell dir mal vor, so ein Ding für die Garage. Fährst ein Auto vorwärts rein, dreht sich das ganze Ding, kannst vorwärts wieder rausfahren. Ist die Garage auch entsprechend groß sein, das macht.
bei den meisten Autos in der Garage, wenn du die versuchst, um 180 Grad zu drehen, ich glaube, dann bleibt nachher nur noch so ein Smart übrig. Ein Ford 650. F650 hörst du ja, ne? Hat man den großen Geländewagen. Ja. Den oder größte, den Truck, sag ich mal. Ja. Ja, der größte, den du in Deutschland praktisch zugelassen kriegst als Nicht-LKW. Genau. Ja. Oh, ist ein sechseckiges Loch. Ist das sechseckig? Ja. Ach, na guck an. Dann ist ja alles klar. Ich kann das nicht klar sein. Ich schieb den Block vor diese Wand. Ja. Dann schiebe ich mit der Wand den Block raus und dann kann ich ihn von jeder Seite bewegen. Ah. Ja, wenn du das sagst. Und dann stellst du den da gleich drauf. Go Chris, go Chris. Und dann dreht das Teil das und dann kannst du das in die Nische da hinten schieben. Sag das doch. Passt, das passt. Du brauchst nicht mehr wegschieben. Das passt nicht mehr. Passt, das passt. Jetzt passt es nicht mehr. Ganz toll gemacht. Ja, wer hört schon auf mich, ne? Wer hört schon auf mich? Meinst du, das passt? Soll ich auch mal irgendwann mal wieder zocken nach dem Döner? Bin ich nach dem Döner dran? Boah, frühestens. Okay. Frühestens. Oder bei Resident Evil 3. Boah, mal cool. Gucken. Ich guck da auch gerne zu. Hab gar kein Problem. So, einer bist du also. Ja. Möchtest du die Folgen eigentlich für deinen Kanalski auch noch haben? Den Kanalski? Ja, irgendwann halt schon. Der Vollständigkeit halber, ne? An dieser Stelle Werbung für den Kanal von Exilium. Guckt euch den mal an. Ja, momentan leider noch nicht so viel drauf, weil ich aus privaten Gründen momentan noch nicht dazu komme, viel selbst zu machen. War das jetzt so rum richtig? Ich weiß, was du machen musst. Ich weiß, was du musst. Halt gegen, also gegenüber muss sie stehen. Du musst sie wieder zurückschieben. Du musst sie zurückschieben. Zurück. Du musst da auch rein. Ja, zurück. Schieb das. Nein! Zurück. Nach rechts schieben. Und dann nochmal einfach das Ganze. Ja, ich kann die. Ist doch völlig egal, in welche Richtung. Von wo ich sie rauf und runter schiebe. So, meinst du? Fertig Banane. Ja, stimmt. So, jetzt ist doch alles cool. Ja. So, na, ist egal. Der Block sich einfach mal nach vor. Chris, du Wusch. Ja. Jetzt gar nicht sowas. Schieb das Scheißteil jetzt. Das ist der Ring. Doch nicht. Das musst du auch dein anderes Nivellstück drauf drücken. Das mit den Zahlen, du. Was hast du gemacht? Was? Uns ging's doch gut. Ich lauf nicht nochmal. Ich schmeiß die ganze Munition, das komplette Kraut. Ich lauf nicht nochmal. Kannst du voll vergessen. Dieses Spiel macht mich echt fertig, ne? Das ist kein Witz. Wo ist die Tür? Stell mal vor, es wird einen Charakter geben, der mehr Inventarplätze hat, ne? Das wäre viel leichter. Den geben wir.